Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in Enshrouded. Letztes Mal hat ja mit dem Boss nicht so geklappt. Ich habe nach der Aufnahme noch ein bisschen probiert und mit Konzentrieren und nicht reden hat es funktioniert. Das heißt, wir können jetzt die Flamme stärken, über die Indigo-Pflanzen einpacken. Haben wir eine höhere Miasma-Stufe, mehr Zeit und ein Alter mehr. Was will denn jetzt? Kupfer. Die nicht magischen Kisten. Ah, jetzt aber. Dann machen wir jetzt die Quests weiter. So, das kommt rein. Dahin. Rein. Platz mehr für den ganzen Kram. Dann kommen die Brotlingsbeine hier noch ein. Schlüssel für die Burg brauchen wir jetzt dann auch nicht mehr. Den haben wir als Loot bekommen und so einen Ring. Mana und Lebenspunkte. Heldrank, Mana-Trank. Aber unsere Mana-Ringe sind irgendwie. Oder? Geben uns nämlich Mana-Regeneration. Ah. Ja, ich. Das erstmal so. So, jetzt machen wir die Quest hier. Wir hatten noch hier so ihren Kessel vor Ewigkeiten mal organisiert. Ja, Stille. Da. Steine. Stelle eine wieder weg. Gut, eine Kochstelle könnte eigentlich schon hier rein. So. Hier hin. Da können wir dann unser Fleisch reintun. Heiltrank da wieder hin. So, jetzt will der Schreiner irgendein Kram. Na, Werkzeuge. Okay. Ein Zaun und 9 mehr und Schreiner. Und eine riesige magische Truhe. Ja, nicht, aber das habe ich irgendwo liegen. Ach, das ist in einem. Doch, mach das doch. Magische Truhe hier drüben, oder nicht? Da ist gar kein Trüppel drin. Oh, ich dachte, wir haben mal welches gefunden. Gut, also der will Werkzeuge. Will er. Ein seltsamer Brief. Aha. Hauptstadt, ja, da fangen wir ja nochmal eben. So. Warum zeigt der ab und zu was an und dann doch nicht? Ich würde gern hier ewigen Feuerball herstellen. Aber da fehlt uns eine Alchemiestation.
Und die Quest haben wir irgendwie noch gar nicht. Reiche die Säulen der Schöpfung, finden die Schreinerwerkzeuge. Neue Geschichte, Düsterdickicht. So, gucken. Wo haben wir jetzt schöne Questmarker bekommen? Schreinerwerkzeuge da. Hier oben ist alles abgehakt. Geschichte des Anglers hätten wir noch. Die Bitte des Schmieds. Aber da. Ja, geil. Unsere Warte ist wieder weg. Eigentlich der Einzige, der das Problem hat, anders verschwindet diese Warte hier. Ah. Wie kommen wir da jetzt hin? Hier und dann darüber fliegen. Das klappt doch nicht, das ist viel zu flach da. Ja, so mal schauen. Dann die ausgewählte Quest. Der Wegpunkt ist doch bestimmt auch wieder im Arsch. Einem der beiden Berge da drüben. Da kommen wir dadurch auch nicht. Da wird man bloß nicht so einen Baum rammen. Oh ne, Bäume, Bäume, ich sehe überhaupt nichts. Bäume. Mist, irgendein Baum gerammt. Da drüben ist es. Ja, mal dahin. Hier im Leben nicht. Viel zu flach für. Was brauchen wir noch von diesen blauen Pflanzen? Also diese Pflanzen neu im Jasma. War auch noch zweimal Loot. Ja, klar, er greift direkt dem Angriff. Oh, ich habe keine Zeit für diese ganzen Spackos hier. Vor allem nicht für diesen Grün. Den kann ich echt verzichten. So, die Säulen der Schöpfung. Aha, tödliches Meeresmark. Können wir schon mal knicken. Wir haben noch unsere Stufe erhöht. Mist. Ja, können wir knicken. Ah, es leuchtet einfach nur abartig rot. Super. Das war ja Phase. So, gehen wir hier hoch. Holen wir dem Schreiner seine Werkzeuge. Was ist denn jetzt los? Die 1000 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Nur fürs Betreten. Den ganzen Kram nehmen wir mit.
Warte und das herstellen und das sammeln. Hier ist richtig guter Kram immer drin in den Sachen. Müsst ihr auch machen am besten. Alles hier, wenn so kaputtbare Dinger. Basen und sowas. Alles kaputt machen. Da sind richtig gute Sachen drin. Manche Sachen muss ja richtig viel sammeln. Da ist das schon echt gut. Haben wir hier eine Nachricht? Nein, aber Wachs, guck mal. Eine Bombe. Boah, nochmal Tausender gekriegt, nur weil wir reingegangen. Also man kriegt 1000 Erfahrungspunkte für den Eingang und 1000 für, wenn du hier reingehst. Ja, nee, aber eine Nachricht war jetzt hier nicht, ne? So. Ah, warte. Das wird doch bestimmt auch als Ort angezeigt, oder? Oh. Es gibt aber keine Erfahrungspunkte. Oh. Naja. So. Gehen wir da hoch. Das ist ein Höhlenausgang. Nachricht. So. Hier noch eine. Ich kann ja mal reingucken, aber. Oh, doch, lohnt sich. So, noch Barren. Das Einzige, was hier steht, ne? Ja. So. Dran vorbeigehüpft. Da oben müssen wir hin. Tür auf hier. Hier sind auch wieder Sachen. Aber guck mal, die machen uns sogar Lichter. Das ist doch freundlich. Ärgerlich nur, dass nicht in jedem was drin ist, aber gut. Dann wäre auch echt heftig, wenn in jedem was. Doch, warte mal, guck mal, da ist was drin. Runtergefallen. Cool. Diese Barren sind ja so schwer herzustellen, dauert ja ewig, das ganze Zeug zu sammeln. Wahrscheinlich brauchen wir die für irgendwas. Sonst würden wir die ja nicht bekommen. Guck mal, Feuerbälle. Gehen wir mal hier hin. Bin natürlich passend in diesen Feuerball reingelaufen, war ja klar. Und wenn wir oben ankommen, brauchen wir wahrscheinlich, müssen wir zurückreisen. Cool. Ist da. Aber mal den können wir, um Platz zu sparen, verlegen. Ist noch was? Eine Lootparadies hier drin. Leder, das braucht man auch für irgendwas. Ich glaube, für die nächste Aufwertung oder sowas. Ne, wir haben noch diese Quest von Freiner, dass wir ihm ja so einen blöden Gleiter bauen sollen, obwohl wir einen gefunden haben. Also keine Ahnung. Ob für den oder für den besseren da brauchen wir ein Leder. Das ist ja die Kontrolle. 20 Magieschaden, eine Minute Zeit im Jasp. Die werden wir das mal aufheben. Das ist doch. Ah. Und Trank. Einmal Licht an, Dankeschön.
Da, 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 da. Oh, fast einen Schritt so weit nach hinten gemacht. Mach mir Licht. Lalala. Oh, Heiltränke. Guck mal, sparen wir uns das ganze Sammeln der Kräuter. Gut, wir bauen die sowieso an, aber dann müssen wir sie ja verbrauchen für Heiltränke. Ja, also das muss ja gar nicht sein. Ich glaube, irgendwas, was man bauen kann. Oder hier für diesen ewigen Feuerzauber. Hier sind drei Freitüren. Bitte. Können wir nicht zerlegen, schade. So. Gut. Hier oben aber echt schwer zu erkennen, ob was drin ist oder nicht. Und vor allen Dingen, ob hier noch einer steht oder nicht. Na, guck mal. Ups. Bin dran vorbeigeschossen. Warum? Hauptsache, wir haben jetzt mit dem vergifteten Pfeil leider geschossen. Oh, hier stehen auch hier. Aber scheinbar müssen wir hier überhaupt nicht lang. Aber gut, wir mussten den Schalter drücken, also. Noch so ein Ding. Da war doch aber nur einer. Da sind wir gekommen. Ist da hinten noch irgendwo einer? Nein, ja, guck mal, hier ist eine Wand. Hä? Soll denn der zweite sein? Da kommen bestimmt irgendwie. Vielleicht noch Ring. Ja, geklappt. Alles so. Und dort oben. So. Die machen wir auch noch schnell. Weil nochmal kommt man hier bestimmt nicht hin. So, Standort oben oder ist er? Dann gehen wir mal hoch, wenn er nach oben will. Oh, Vorsicht, Löcher in der Treppe. Alter, nein. Brücke. So, das ist das richtige Wort. Bücher, ja, die brauchen wir noch gerade gar nicht, glaube ich. Aber hier, das können wir durchsuchen. Das hat sich ja unten auch gelohnt. Könnte man auch schlafen, falls es nachts ist. Diese Barren, richtig gut. Doch, eine Schriftrolle. Also der Weg hier hoch ist richtig gut.
So. Das sollten wir sammeln. Veredelter Steinblock. Wie soll man den jetzt freischalten? Noch gar keinen Block gefunden. Oder? Eine Kiste. Oh, hier sind noch zwei. Alles mitnehmen. Kiste. Querbogen. Oh, guck mal, den können wir, um Platz zu sparen. Er ist weg. So. Hier die Schreinerwerkzeuge. Ja, jetzt gehen wir hier erstmal hoch. Ah, guck mal. Cookies. Ich bin hier stehen. Also der da ist ein Heiler, okay. Ja, Tierfell. Ich alles gerne mit. Wir müssen dann erstmal gucken, wo wir hier sind. Einfach sammeln. So. Gegen die kämpfen wir jetzt mit Feuer. Einmal. Danke für deine Gaben. So, ja, die Skillpunkte hatte ich für Feuer-Upgrades verwendet. Ich dachte, vielleicht kann ich den Boss, den wir nicht geschafft haben, mit diesem Stab hier angreifen, der auf mittlere Entfernung ist. Aber deren mittlere Entfernung ist leicht untertrieben. Nebendran musst du stehen. Ja. Und hat nicht funktioniert, habe ich dann doch das Schwert genommen. Noch irgendwo was zu leben ist. Guck mal, da sind Blumen. Blume. Rohrzucker. Okay, das Zeug nehmen wir jetzt dann erstmal gepflegt. Sowas von mit. Zucker bei Bäuerin. Okay, da ist Kupfer. Oh, hier sind die Paprikas. Die Tomaten. Eine Paprika, ne? Paprika. Warum steht hier eine lila Pflanze? Das falsche Gebiet oder nicht? Jetzt kaputt. Beisetzling. Weshalb steht hier eine lila Pflanze? Eine andere lila Pflanze. So, da ist irgendein großes Bauwerk. Und ein Hähnchen. Mhm. Gar kein Nacht. Ja, jetzt ist gerade die Klippe runtergesprungen. Ja. Hey, warte mal, guck mal, da ist es. Boah, ist das viel schnell. Ja, aufgeschossen. So. Wollten gerade gucken, ob wir darüber kommen. Also da oben drauf. Können wir da. Ja, wir springen gar nicht. Ah. Aufgekommen. Können wir uns hier mal einen Überblick verschaffen. Da ist ein kleines Gebäude. Da hinten ist so eine Warte. Da ist. Oh, nein. Oh. Ja, vielleicht erst hier gucken. So, da ist auch eine.
Also müssen wir alle zwei Gebiete wohl einen Boss machen, um in die nächsten zwei Gebiete zu kommen. Was kartentechnisch aber so aussieht, als würde es erstmal vier geben. Man bestimmt dann mit einem der kommenden Updates, wenn sie ein neues Gebiet hinzufügen, dann erstmal noch einen Boss besiegen bestimmt. Dann musst du deinen Altar bestimmt aufwerten wieder. Und dann kannst du ins nächste Gebiet oder so. Da oben ist auch ein Gebäude. Davor. Vielleicht kann man hier, jetzt können wir mal auf die Karte gucken. Die Hütte des Schmieds, da müssen wir noch da lang, okay. Hier irgendwie, das ist ja ziemlich mittig. Vielleicht können wir hier unsere Basis, solange das Schneegebiet. Ich denke mal, es geht hier vielleicht so lang. Oder halt, na gut, es muss ja hier nach zu den Schreinen irgendwie gehen. Also wird hier so die Grenze sein. Dann sind wir ja so ziemlich mittig hier. Das ist aber. Warte mal. Wieder ist denn der Berg mit. Mal gucken. Das sind die Säulen der Schöpfung da. Da können wir dann wahrscheinlich sowieso nicht bauen. Aber da. Dann können wir da was bauen. Oben drauf oder so. Als Material haben wir den ganzen Berg. Dann gucken wir uns das Gebäude da noch an, würde ich sagen. Und platzieren wir einen Altar. Weil, so gesehen, das scheint auch das höchste. Also diese beiden hier, also der hier ist sogar noch ein Stück höher. In dem ganzen Biom zu sein. Ist ja so ein Steppenbiom. Oh, guck mal. Eine Katze. Ja, krass, hat uns direkt betäubt. Der Level 18, 2 Schuss tot. Ja gut, das Fleisch ist jetzt, naja. Wohl, wir müssen dann Steine sammeln. Warte mal. Ja, hier so ein Kinderheiltrank. Ne, hier, wir machen mal den Knochen weg. Schuhe. Ja, die mal dann halt in die Kiste erstmal. Gern 5 Steine. Nein, Steine, nicht Erde. Melden der jetzt die Erde ein. 1, 2, 3. Wir uns nämlich einen Altar bauen und den dann hier irgendwo platzieren. Da ist was zum Sammeln, vielleicht irgendwas, was wir schon haben, weil unser Rucksack ist ja voll. Okay. Auch nicht. Ist in der Wand. Schade. So. Rucksack voll. Okay. Guck mal, das können wir noch sammeln. Weil wir davon ja schon was. Rucksack haben. Ich dachte, da oben liegen welche. Nein. Aber gut, wir sind jetzt in dem Biom, da kriegen wir auch Steine. Okay, dann werden wir jetzt mal hier oben drauf. Falls er da hoch will. Den Altar setzen. Oh, die Spitzhacke ist auch fast kaputt. Müssen wir mal schauen, wie wir da hochkommen.
Wahrscheinlich da drüben, irgendwie hoch. Und dann wahrscheinlich Spitzhacke, aber da die jetzt auch so langsam kaputt geht. Und wir auch diese Werkzeuge haben, die wir ja holen sollten. Ganz viel anderen Kram. Geben wir das erstmal ab. Werden dann gucken, was er als nächstes von uns will. Aber waren das jetzt seine? Ich sehe ihn dann näher ab. Das sollten wir hinkriegen. Hier hat er seine Werkzeuge. Quest abgeschlossen. Wollen schon wieder welche was von uns? Oh, gleich zwei. Eine Gerbereistation sollen wir hier besorgen. Und Tierfälle. Okay, Tierfälle haben wir aber. Haben wir sogar in der Tasche. Ja, keine Ahnung. Uli will ein Almanach, also ein Buch für Gelehrte. Früchte. Ein Ofen. Den werden wir jetzt dann noch nicht bauen. Weil wir müssen den ganzen Kram ja von hier dann in die richtige Basis bekommen. Okay. Noch eine Quest. Und jetzt er hier. Schwarzer Kessel. Ah, können wir dann. Schwarzer Kessel. Feuerball. Da steht ein Kessel drauf auf der Alchemiestation. Dann kriegen wir bestimmt. Also holen irgendwo den Kessel. Und dann. Ist bestimmt die Aufgabe. Oh, meine Alchemiestation. Kriegen wir dafür schon. Vielleicht das. Nee. Aber ich dachte, wir können schon gucken, was wir dafür brauchen. Dann hätten wir das schon mitsammeln können. Naja, dann wäre wohl als also das Wichtigste. Basis bauen. Also gucken, wie wir da hochkommen. Jetzt lese ich schon wieder was. Ja. So, noch ein Ort. Jetzt aber hier geht's aber ab. Hier. So, jetzt sind alle befriedigt. Gut. Schwarzer Kessel für Alchemisten. Ja, cool. So, wir müssen ja den ganzen Kram von hier in die neue Basis schaffen. Da werde ich dann auch erstmal gucken. Der kann noch große Kisten irgendwie, ne? Da brauchen wir Trüböl für. Ja, komisch. Seine Säge haben wir. Ja gut, dann stellen wir hiervon ein paar her. Haben wir Eisenbahn gefunden. Dann packen wir den ganzen Kram in der Basis in diese Kisten. Also von hier in unseren Rucksack, dann rüber in die Basis. Die Typen stellen wir hin. Und dann holen wir seinen Kessel. Dann können wir vielleicht mal Glück haben, uns einen neuen Zauber für diesen Stab hier machen. Da haben wir ja bis jetzt nur diesen einen. Wäre ja cool. So, was brauchen wir hier eigentlich als nächstes? Bestimmt alles aus dem Gebiet. Vieler Knochen, Minzpilzfleisch, Ammoniakdrüse, Zinnerz, Oibos, Utne. So, das werden wir wohl alles dann drüben kriegen. Dann werde ich mal gucken, dass ich ein paar Materialien sammle. Und dann gucken wir erstmal, mit welchen Blöcken wir das bauen. Mehr hier so ein paar. So Akzente vielleicht mit irgendwas. So das hier und das passt da natürlich gar nicht hin. Das hier ist viel zu teuer. Helmholz, der sieht schick aus.
Kalkstein, Feuerstein. Ja, hier, den nehmen wir nicht, der braucht Indigo. Sand und Lehm. Lehm kriegen wir hier, Sand kriegen wir drüben. Ja, ein paar schöne dabei, müssen wir mal gucken. Nur nicht sehr viele Dächer. Gut, kann sein, dass die später noch ins Spiel kommen. Also, dann baut man erstmal provisorisches Dach und gut ist. Okay, dann hoffe ich, hat euch wieder gefallen. Wir haben ja gut die Säulen der Schöpfung jetzt endlich gemacht. Ein neues Biom entdeckt. Können dann auch bald umziehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.